Mushti Hamsasana ist die Wildgans auf Fäusten. Es gibt zwei Asanas, die als Hamsasana bezeichnet werden, im Allgemeinen der Pfau und die Krähe, und beides kann man auf Fäusten machen. Felix zeigt beide Variationen. Zunächst Mushti Hamsasana als gleichbedeutend mit Mushti Mayurasana. Du gibst die Fäuste auf den Boden, die Ellbogen in die Nabelgegend, Kopf bis oben, und dann hebst du die Beine hoch. Dieser Faustpfau ist eine sehr herausfordernde Gleichgewichtsübung. Sie ist weniger anstrengend für die Handgelenke wie der Grundpfau, aber wie du sehen kannst, ist es etwas sehr Herausforderndes. Felix kann den normalen Pfau auf Handflächen sehr leicht, und Mushti Hamsasana ist etwas herausfordernder, aber mit etwas Übung gelingt es. Mushti Hamsasana ist auch die Bezeichnung für die Krähe auf Fäusten. Denn Hamsasana ist auch ein alternativer Name für Karkasana oder Barkasana, was wir bei Yoga Vidya als Krähe bezeichnen. Aus der Hockstellung heraus gibst du die Fäuste etwas schulterbreit auseinander, gibst die Knie auf die Oberarme und hebst die Füße hoch. So bist du in der Faustkrähe. Die Faustkrähe hat den Vorteil, dass sie leichter ist für die Handgelenke, aber sehr viel mehr Anforderungen an das Gleichgewicht stellt. Mehr zu Mushti Hamsasana findest du unter den Stichwörtern Karkasana oder Mayurasana oder Krähe oder Pfau in der Yoga Vidya App oder auf wiki.yoga-vidya.de.